Katzis, was ist denn los? Wieso traut ihr euch nicht nach vorne? Hm? Nur wegen den Kaninchen? Und nass, ne? Das ist ja auch wirklich nass hier. Kommt. Kommt. Habt keine Angst, ich gehe mit euch. Ich sorge dafür, dass die Kaninchen euch nicht angreifen. Ich finde das so witzig, dass manche Leute sagen so, ja. Na gut, bisher hat es nur eine gesagt. Du hast deine Katzen zu sehr verhätschelt. Die benehmen sich nicht mehr wie Raubtiere. Normalerweise würden Katzen diese Kaninchen jagen und versuchen zu fressen. Ja. Aber ist das gut? Ist das gut, wenn, so Freigängerkatzen die Kaninchen von den Nachbarn reißen? Ich finde es nicht so toll. Ich meine, ich habe auch überhaupt nichts dagegen, weil ich finde, das liegt in der Natur einer normalen Freigängerkatze. Die hat es gelernt, draußen zu überleben und die würde diese ganzen Kaninchen auch schlachten. Aber meine Katzen sind nun mal keine Freigänger. Aus vielen verschiedenen Gründen, die ich schon mehr als oft genug erwähnt habe. Deswegen wurden sie auch sehr gut behandelt. Wir spielen auch mit Angeln, mit allem. Also wir tun alles dafür, dass sie ihren Jagdtrieb ausleben können. Und trotzdem müssen sie keine anderen Tiere dafür töten. Und deswegen haben sie auch ein bisschen Angst vor den Kaninchen, weil sie die halt einfach nicht kennen und sie verstehen nicht, dass das Beute ist. Ich meine, klar, wenn die Kaninchen ein bisschen mit den Katzen spielen würden, ein bisschen weglaufen würden, dann würden die Katzen versuchen, sie zu jagen. Aber niemals würde Cosmo auf die Idee kommen, eins der Kaninchen zu fressen. Oder Apollo. Das gehört einfach nicht zu ihrem, ja, zu ihrem Fressverhalten. Das würden sie nicht tun. Die fressen ja nicht mal jedes Nassfutter. Von daher habe ich auch keine Angst, diese Katzen alleine mit den Kaninchen zu lassen. Ich habe eher Angst um die Katzen als um die Kaninchen. Weil dieses da, das scheint ganz schön aggressiv zu sein. Aber sonst ist ja natürlich alles gut. Och, guckt mal, wie süß das ist. Hey, Kaninchen, das kleine babyweiße Kaninchen wollte bei dir gucken, ob du Milch hast. Warum springst du einfach weg, hm? So was macht man nicht. Auch wenn es nicht dein Baby ist. Hättest du doch mal zeigen können, ob du Milch hast. Ach, sind die nicht süß. Die sind total niedlich. Cosmo. Cosmo, komm her. Du brauchst keine Angst haben. Komm. Nein, du brauchst keine Angst haben. Komm her. Ich zeig dir, dass die Kaninchen dir nichts tun. Komm hier hin. Komm. Ja. Braves Baby. Uff, wo bist du da drauf getreten, ha? Komm her. Komm. Komm, ich zeig dir. Die tun dir nichts. Apolli. Komm, keine Angst. Wir brauchen keine Angst zu haben, ne? Das weißt du. Ja. Siehst du? Sie tun dir nichts. Ja, was denn? Ein Kaninchen ist hier? Cosmo, lauf doch nicht weg. Brauchst keine Angst haben. Guck mal, es ist so süß, es tut keinem was. Cosmo, komm her. Naja, wie ihr seht, ist das überhaupt keine Gefahr. Also, die Katzen für die Kaninchen. Und Apollo versucht jetzt zu spielen. Naja, lange hat das nicht angedauert. Aber sogar wenn Apollo das Kaninchen irgendwie fangen würde, nein, das würde er gar nicht. Weil er läuft hinterher und dann bleibt er stehen. Das haben wir schon bei Cosmos Sprung gesehen. Er springt das Kaninchen nicht mal richtig an. Die wollen einfach nur ein bisschen Aufmerksamkeit, ein bisschen spielen. Aber die sehen diese Tiere nicht als Beute an. Ich weiß aber auch nicht, als was sie die Tiere ansehen. Hm? Was ist denn los? Wenn das keine Beute ist und kein Spielzeug, was ist es dann? Eine zweite Katze offensichtlich auch nicht. Vielleicht denken sie ja wirklich, das sind kleine Katzenbabys. Nein, das denken die bestimmt nicht. Ja, hoppel zurück zu deiner Family, kleines Kaninchen. Ach, wie süß das kleine Weiße da ist.
Gott, die sind so niedlich. Naja, jedenfalls wollte ich sagen, also ich habe kein schlechtes Gewissen, dass ich meine Katzen so gut behandelt habe, dass sie glauben, sie wären kleine Kinder, anstatt keine kleine Katzen. Und ja, sie würden keine Minute draußen überleben, ist aber auch völlig in Ordnung, denn ich will sie nicht irgendwo aussetzen, damit sie irgendwo überleben. Deswegen verstehe ich auch diese komischen Nachrichten nicht oder Kommentare nach dem Motto, du verhätschelst deine Katzen zu sehr. Oh, Entschuldigung, dass ich sie nicht ihrem Schicksal überlasse und mich um meine Katzen kümmere. Hey, es gibt ja wohl wirklich Katzen, denen es viel schlechter geht als meinen. Ja, guck mal, wie süß. Hey, ich wollte dich nur kurz filmen. Manchmal haben die so ein bisschen Kacke am Fell kleben. Gestern mussten wir eins ein bisschen scheren, weil diese Kacke nicht mehr abging. Wo sind die Katzen schon wieder? Entschuldigung, ich muss mal hier kurz vorbei. Bin mir gerade nicht sicher. Oh, wie süß. Es hat ihm ein Kuschi gegeben. Sie sehen aus wie kleine Schweinchen. Ich müsste mal gucken, wo mein Kätzchen ist. Cosmo, wo bist du? Wo ist meine Katze hin? Kaninchen, habt ihr meine Katze gesehen? Habt ihr Cosmo gefragt? Oh, da bist du! Cosmo, ich hab dich gesucht. Ich wollte schon sagen, dieses Kaninchen hat dich gegessen. Aber stimmt ja gar nicht. Ja. Eine Frage habe ich noch. Vielleicht kennen sich Leute mit Kaninchen aus. Die sollen nämlich alle kastriert werden. Mein Tierarzt sagt, es geht erst mit 12 Wochen. Einer der Kommentatoren hat aber gesagt, ich soll sie schon mit 11 Wochen kastrieren, weil sie mit 12 Wochen schon fortpflanzungsfähig sind. Was stimmt denn jetzt? Mein Tierarzt will sie nicht vor der 12. Woche kastrieren. Das ist ja das Problem. Muss ich dann einen neuen Tierarzt suchen oder... Beziehungsweise, was heißt mein Tierarzt? Das ist ein Tierarzt, der hier in der Nähe. Das sind ja auch nicht meine Kaninchen. Aber ich will trotzdem, dass die alle kastriert sind, wenn sie alt genug sind. Ja, aber grundsätzlich haben die es hier sehr schön. Diese ganzen zwei Häuser gehören den Kaninchen. Die können sich da austoben, jede Menge Versteckmöglichkeiten, die können da buddeln. Die haben hier schon den ganzen Garten umgegraben. Und der Garten ist, soweit es geht, eingezäunt. Gestern ist aber Cosmo über den Zaun da hinten abgehauen. Ich habe kurz nicht aufgepasst und er ist hier rüber geklettert und dann über die Wand. Dann musste ich ihn von da hinten abholen mit dem Auto, weil man kann hier nicht rüber. Man muss dann das komplette Gebiet einmal umfahren, um dorthin zu kommen. Aber er saß da einfach vom Zaun. Ich habe ihn da abgeholt. Hallo, Kaninchen. Mensch, was seid ihr denn so schreckhaft? Ach, wie süß. Hier sind zwei kleine Kaninchen. Cosmo schert sich um den Zaun und nicht um die kleinen Babykaninchen. Das Problem ist, was hier noch vielleicht gefährlich werden könnte für die Kaninchen. Es gibt jede Menge Freigängerkatzen, die diesen Garten besucht haben früher. Ich weiß nicht, ob sie das immer noch tun. Aber es kann sein, dass sie das tun, weil hier Cosmo an dem Zaun stark riecht. Ich vermute mal, der hat einen Kater markiert. Weil die Leute kastrieren ihre Katzen hier auch nicht. Die lassen die einfach freilaufen. Das, Leute, das ist wirklich schlimm, wenn man einfach Katzen freilaufen lässt, ohne sie kastriert zu haben. Das ist furchtbar. Aber wenn man Katzen zu sehr verhätschelt, ist es meiner Meinung nach vollkommen in Ordnung. Jeder darf seine Katze so glücklich leben lassen, wie er will. So, und das Problem ist, bei diesen Freigängern, da kann ich nicht garantieren, dass sie den Kaninchen nichts tun werden, so wie diese Katzen hier. Die werden die bestimmt jagen. Ja. Und natürlich auch fressen. Also ich kenne schon einige Freigängerkatzen, die bringen ganze Hasen mit nach Hause. Ja, deswegen, ich weiß auch nicht. Apollo. Brauchst keine Angst haben. Achso, Entschuldigung, ich habe euch wieder verwechselt. Ich meinte Cosmo. Kleine Babykaninchen. Mach mal Platz hier. Ich will da vorbei. Kleiner Hoppler. Ist hier hinten noch jemand? Apollo. 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 Da bist du ja. Was geht? Junge. Kätzchen. Was machst du? Hm?
Was machst du? So. Katzis. Dieses Kaninchen will immer weglaufen, der Apollo will einfach nur spielen. Und jetzt geht er auf ihn hin und versucht, ihn dazu zu bringen, dass er läuft. Naja. So richtig angriffslustig jagen war das auch nicht. Aber das haben die schon den ganzen Tag gemacht heute. Das weiße Kaninchen und Apollo, die spielen irgendwie so ein komisches Spiel. Und es ist ja auch nicht so, dass das weiße Kaninchen extrem Angst hätte. Es kommt ja immer raus, wenn ich die Tür aufmache. Die sieht die Katzen und es kommt direkt raus. Also kann es vielleicht auch sein, dass Kaninchen gerne mit Katzen spielen? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich zu wenig aus mit Kaninchen. So, meine Katzis. Da sind sie wieder, die Hoppelhäschen. Cosmo, willst du wieder nach Hause fahren? Nein? Sag, hier macht viel mehr Spaß, ne? Auch wenn man sich den Garten teilen muss plötzlich.